Herzlich willkommen zu Fokus KMU, alle sind Wirtschaft. Das ist die letzte Ausgabe von diesem Jahr. Bevor wir ins Jahresende starten, gehen wir aber auf die Kufen bzw. auf die Bretter und begeben uns mit dem Mach auf die Schweizer Piste. Der Winter ist da. Und damit ist es wieder Zeit, den Schlitten und die Ski aus dem Keller zu holen. Ganz besonderen Winterspaß versprechen die Kreationen der Schweizer Ski- und Schlittenmanufaktur Mach Ski. Mach wurde 2015 als Schweizer Marke mit Sitz in Attisholz bei Solothurn gegründet. CEO Alexander Mayenfisch und sein junges, ambitioniertes Team verfolgen eine Vision: Design, Qualität, Leistung und Einzigartigkeit zu einem erschwinglichen Preis zu vereinen. Wir haben uns auf dem Markt nicht für die breite Masse entschieden, sondern für eine gute Nische. Unsere Philosophie ist, sich stetig zu verbessern, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern offen zu kommunizieren, aus Fehlern zu lernen und somit ein Produkt auf den Markt zu bringen, das genau für unsere Kunden gemacht ist. Mach hat sich mit dem Verkauf der Skis und Schlitten auf dem Markt etabliert und sich seit seiner Gründung stetig weiterentwickelt. Gestartet wurde mit den zwei Skimodellen Black und White. Angefangen haben wir mit zwei Modellen, mit dem White und dem Black. Das war unsere Basis der Modelle. Seit 2018 haben wir das weiterentwickelt. Wir sind mehr in den All-Mountain-Bereich gegangen oder mehr in den Sportbereich. Somit haben wir ein Sortiment heutzutage, das komplett ist, an handgemachten Ski. Jeder Ski von Mach wird von Hand nach dem klassischen Sandwich-Prinzip hergestellt. Diese Bauweise ist analog zu jener von Rennskis, aber für den Pisteneinsatz optimiert. Wir nutzen die Konstruktion und arbeiten mit den besten Materialien. Wir haben beispielsweise Holzkämmen aus Schweizer Holz. Da haben wir Kanten von Wald Österreich. Spezielle Oberflächen von ISO Deutschland. Die verbauen wir im klassischen Sandwich-Prinzip zu einem modernen Ski für die Skipisten. Der Machschlitten wird zu 100% in der Schweiz produziert. Unter dem Motto «Verwerten statt wegwerfen» setzen die neuen Machschlitten Wild Hawk und Fur Hawk auf Schweizer Holz und Felle aus heimischer Jagd. Entwickelt wurden sie vom Solothurner Industriedesigner Yves Eschbacher. Er kümmert sich bei Mach um die Produktion und arbeitet dabei mit 14 Schweizer Lieferanten zusammen. Die neuen Schlitten von Mach sind vor allem durch die Echterinsfähle unikat. Produziert werden die Seitenteile aus Holz, und zwar aus formverleimtem Holz von der Firma Hess in Döttingen in der Schweiz. Was vor allem jetzt gerade an diesem Schlitten speziell ist, wo man sieht, dass wir eben mit ganz verschiedenem Holz arbeiten können, vom Aufbau her, vom Verleimen. Zudem, was wir ganz schön finden, ist, dass wir mit der Stiftung Wendepunkt und Stiftung Murkhof für die Handarbeit von diesen Schlitten auch die berufliche und soziale Integration unterstützen und fördern mit unserem Produkt. Die Produkte von Mach zeichnen sich nicht nur durch ein großes Qualitätsbewusstsein und Schweizer Handwerk aus, sondern auch durch Nachhaltigkeit. Wir probieren stets, unsere Arbeit zu optimieren und Arbeitsprozesse zu optimieren. Wir probieren lokal und regional zu produzieren, um Material nicht zu verschwenden. Und das ist auch der Grund, warum wir die neuen Schlitten mit Pfählen von der Jagd, von der Schweizer Jagd, brauchen und wiederverwenden, die würde vorgeschossen werden. Großes Potenzial sieht das Unternehmen auf dem internationalen Markt. Vor allem auf neuen Märkten wie beispielsweise China. Denn dort sind Schweizer Handwerk und Qualität enorm gefragt. Leidenschaft und Handwerk.